Ich gebe die Bühne frei für den Wunderbaren, für den Großartigen, für den, der viel Vergnügen schenkt. Hier ist Marc Metzger. Fast zu laufen zusammen! Setzt euch, ist in Sitzung. Heidewitz, ich muss mich auch erstmal akklimatisieren. Ich bin auch gerade jetzt angekommen, ja. Könnt ihr euch dran erinnern, wann wir das letzte Mal Weiberfasten nach so hoch Schnee hatten? Ich wollte schon mit den Schlittschuhen kommen. Ja, jetzt sitzt einer im Aufnahmewagen und guckt, was wir in 3 Wochen für Wetter haben, ob er es rausschneiden muss. Das ist mir scheißegal. Ich fange an. Ich habe ein Feuerwerk der guten Laune vorbereitet. Das wär... Komm rein, ich war auch was spät. Komm. Sitz. Ja, das ist auch auf der Damensitzung. Ne? Draußen 2 Schnaps und keine Ahnung mehr, wo der Tisch ist. Das kennt man ja. Ich fange an jetzt, pass auf. Das ist der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Ja, pfeift eine, Halbzeit, ne? Ja. Ich habe schon einige Säle gesehen in den letzten Jahren. Ich habe in den letzten 2 Jahren Säle gesehen, da war gar keiner, nicht wahr? Da ist es doch schöner, wenn wir alles wieder zusammen machen dürfen. Man hat es vergessen, diese Zeit ist schön, ne? Wir sind wieder mit Kleinigkeiten zufrieden. Wir dürfen wieder alles machen, was schön macht. Wir dürfen in die Sauna, wir dürfen ins Wellnessstudio, wir dürfen ins Fitnesscenter. Pediküre, Maniküre, wir dürfen zum Friseur. Warum nutzt ihr diese Angebote nicht? Nee, komm, Ruhe, war Spaß nur. War doch nur die Spaß, aber hier vorne liegen ein paar, die sehen aus, als wären sie von einer Zoom-Sitzung übergeblieben. Ne? Da ist... Ne, die kriegen auch nichts zum Lachen, da habt ihr mir aber ein paar harte Nüsse nach vorne geworfen hier. Haben sie dich eingeschweißt in das Blüm oder das Grüne? Du hast nur Bild, du hörst ja nichts, ne? Musst du dir das Weiberfass nach dem Fernsehen angucken, wenn du nach Hause kommst bei dem Schnee, das wissen wir ja noch nicht. Gut, dann pass auf, bevor ich anfange. Es ist so, dass wir reden so miteinander in Köln. Wenn ich euch so direkt anspreche, nehmt es mir nicht übel. Wir Kölner sind so, ich passe ja eh schon auf. Man muss ja so aufpassen, man kann ja nicht mehr mit den Leuten reden, wie man will. Ich arbeite mittlerweile KI-gestützt. Ich habe eine KI, die mir morgens die Texte durchguckt, ob ich das abends noch sagen darf, was ich mir morgens ausgedacht habe. Das ist eine Kürzerei, die kürzt und kürzt und kürzt und kürzt und kürzt. Ich schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe und schreibe. Die kürzt und kürzt und kürzt und kürzt und kürzt und kürzt. Wenn es so weitergeht, bin ich nächstes Jahr Funke Mariechen. Da ist nichts mehr über. Nee, du darfst ja nicht mehr so. Man darf ja, hören Sie auf zu klatschen, das zieht sich doch nur unnötig in die Länge. Man darf ja nichts mehr machen. KI-gestützt arbeite ich, das ist Wahnsinn. Ich habe schon die 2. KI. Der ersten war zu viel Arbeit, die hat Bürgergeld beantragt. Ihr sollt nicht lachen, ihr sollt Tere-Tere machen. Was ist das denn hier für ein Zirkus? Der lacht mehr als die erste Reihe. Setz ab! Ich kriege euch zum Lachen, wenn es das Letzte ist, was ich tue heute. Ich komme ja auch nicht weg. Bin ja eingeschneit. Ganz komisch. Nur in Köln. Nur in Köln. Ich hatte so schöne Sachen vorbereitet für euch. Hat die KI mir alles rausgehauen heute Morgen. Oh, ich hatte so ganz harmlose Sachen hatte ich vorbereitet. Ne? Was sagt eine Kindergärtnerin zum Inder? Fall nicht hin, du. Sowas. Weißt du? Oder hier, die Gedenksportaufgabe. Ist ein Raumschiff mit 4 Astronautinnen unbemannt? Sei mal leise, ich hab's nicht verstanden hier vorne. War zu kompliziert für euch? Was Kürzeres? Wie heißt dein helles Mammut? Helmut. Großartig. So Sachen. Alles raus. Guck mal, lacht ruhig. Das muss ja alles raus.
Pass auf, wir machen Folgendes, bevor ich anfange. Pass auf, wir machen so. Kleiner, dass wir uns miteinander verstehen. Ich rede einfach so, wie ich gelernt habe. Und wenn ein Mädchen von euch ein Problem mit dem hat, was ich sage, sollte dieses Mädchen vielleicht einmal darüber nachdenken, ob nicht sie das Problem ist und gar nicht das, was ich gesagt habe. Sonst kommen wir ja eben weiter. Oder? Ja! Toleranz ist keine Einbahnstraße. Schön, dann sind wir uns ja einig, da kann ich ja anfangen. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, das macht wieder Spaß im Karneval, weil die Leute einfach zufriedener geworden sind. Wir können uns über Kleinigkeiten freuen. Ne? Pass auf, da haben wir aber was, wo wir dran arbeiten können. Sind wir uns ja einig, das ist für mich jetzt wichtig. Dass was, aber wir können ja mit Kleinigkeiten wieder zufrieden sein, gerade in Köln. Wir können es doch. Ne? Wir haben Klopapier, hurra, wir freuen uns einfach. 2 Jahre hatten wir kein Klopapier, jetzt haben wir wieder Klopapier, jetzt frieren wir uns der Arsch ab. Ist auch nicht schön. Es ist ja nicht schön. Ja, jetzt nicht lachen. Pumpen Sie schon Wärme oder heizen Sie noch in der Grauzone? Wie ist es bei Ihnen? Was war das denn für ein Theater, als es anfing, wir sollen da Heizung tauschen? Ich kann mich noch erinnern, bei uns im Viertel war der Hölle los. Wir sollen da Heizung tauschen. Alle sind durch die Gegend gelaufen. Wir müssen die Heizung tauschen. Wir müssen die Heizung tauschen. Es gab keine neuen, haben wir untereinander getauscht. Öl gegen Gas, Gas gegen Öl. Jeder, was er hatte. Ich habe gar nicht mitgemacht. Ich hab von Anfang an nicht mitgemacht. Ich habe mir das mal durchgerechnet und bin ganz schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es viel günstiger ist, wenn man Herrn Habeck austauscht. Da, ja. Ja. Komm. Eins kann man ja sagen, was man will. Aber Grüne hast du keine im Saal heute. Nee, da ist doch eine, ja. So sind sie, die Grünen, ne? Wenig, aber laut. Ja, ja. Nee, ist schön bei euch. Ich hab das Theater nicht verstanden. Ich wollte es auch gar nicht thematisieren. Aber bevor ich anfange, wollte ich mich ein bisschen warm sprechen. Wir haben zum Beispiel bei uns im Viertel haben wir keinen, der eine Wärmepumpe, keinen. Ja, doch einen, aber den kann keiner leiden. Der ist so das Wärmepumpen-Paul heißt der bei uns jetzt. Das ist so ein ganz korrekter. Der holt im Winter auch den Rasen rein. Weißt du, so einer ist das. Der hat Solarzellen auf der Schattenseite für Kaltwasser. So einer ist das. Das ist ein Typ. Der versteckt Ostern keine Eier, lässt die Kinder aber trotzdem suchen. So ein Idiot ist das. Nebenbei, nur ich fange jetzt mit der Rede an. Das ist so. Liebe, ich hab's gar nicht verstanden mit den Heizungen. Ich komme ja noch vom Dorf. Wir heizen ja noch mit Holz. Wir haben jahrelang haben wir mit Holz gestocht. Kam gar nicht klar auf das. Liebe, ich wohne ja ein bisschen außerhalb von Köln. Da stochte man vor Zeiten noch mit Holz. Ein bisschen raus aus. Liebe Mädchen, hier im, es zieht sich ein bisschen, aber also es ist ein Stück raus aus Köln. Wenn man von, also zum Einkaufen ist es näher nach Frankfurt. Sagen wir mal so, es ist schon. Er lacht wieder, schmeißt ihn raus, das hat keinen Sinn. Na, haben wir früher noch mit Holz gestocht. War eine schöne Zeit, weiß ich noch. Mein Vater und ich haben das Holz noch selber gejagt, geholt. Na, im Wacht, nachts im Wald haben wir uns damals noch als Kanadier verkleidet. Dickes Holzfällerhemd an, jetzt so ein dicke Stiefel, dicke Jacke. Sind wir als Kanadier verkleidet, Holz holen mit der Grubenlampe auf. Wir hatten immer eine Grubenlampe, war ja dunkel. Teilweise hatten wir eine Grubenlampe. Es war meist dunkel, wenn wir Holz, also wie soll man sagen, das Holz war im Dunkeln günstiger. Sagen wir es mal so. Ja. Ja, wir haben quasi schon kontaktlos eingekauft, da gab es das noch gar nicht, ne? Früher hatten sie noch 10 Cent für eine Luftschlange über für den Ständer, aber heute ist alles vorbei. Nächstes Jahr sitzen wir ohne Halle hier wahrscheinlich. Im Schnee. Tut mir leid. Die haben zu mir gesagt, soll kürzer machen. Nein. Ich kann euch das ja verraten. Die haben mir gerade, bevor ich raus bin, gesagt, ich soll kürzer machen. Nein. Bis es getaut hat. Ich höre, ich fange aber jetzt gleich mit der Rede an, sonst ist ja auch Quatsch. Ne? Das zieht sich ja für die anderen ungemein. Nee, das war halt damals mit dem Holz, war halt noch eine andere Zeit. Da waren Laktose und Gluten noch Gewürze. Da war Patchwork noch eine Tagesdecke.
Und Oma und Opa hießen Adam und Eva. Ne? Das war eine schöne. Das ist, ja, das ist, wenn man das im Karneval sagt. Karneval ist ja ein recht katholisches Fest, eigentlich von den Wurzeln her. Wenn du Adam und Eva sagst, da gucken sie dich an, als hätten sie im falschen Bus gesessen. Ne? Adam und Eva. Wo wir alle von. Wir sind alle von Adam und Eva. Die ersten waren Adam und Eva und dann kamen wir alle. Seid nett zu den Leuten am Tisch, ihr seid all verwandt. Wir von Adam und Eva. Ja, mein Gott, hier fehlen ja die Grundlagen. Kannst du doch nicht arbeiten. Adam und Eva, wir sind alle verwandt von Adam und Eva. In der Eifel kann man das teilweise sehr gut sehen. Also bitte. Ich hab nichts gegen die Eifel. Eifel ist toll, die Eifel ist Köln in vielen Dingen weit voraus. Der Eifel hat seit 35 Jahren Glasfaserkabel. Säunen die die Kühe mit ein, ne? Aber das ist egal. Entschuldigung, wenn ich. Entschuldigung, ich muss das mit Adam und Eva hier gerade noch mal grundlegend, sonst kommen wir ja nicht weiter. Adam und Eva, holen Sie mal die Hefte raus. Exkurs. Adam und Eva, ganz lange her, standen damals, ist wichtig für die Rede, standen damals, waren die, standen die hier im Gartenbau, Eden. Und Gott sprach zu Adam. Bewohner. Nicht lachen, das ist ein anderer Sender. Es gibt Ärger. Gott sprach, jetzt bin ich raus. Gott sprach zu Adam. Jetzt, ich weiß nicht. Gott sprach zu Adam 20% auf alles außer Tiernahrung. Ich weiß es nicht mehr jetzt. Ich bin raus. Nee, ich habe es wieder. Gott sprach zu Adam, hier, für dich, alles kannst du alles haben, alles deins. Nur nicht an der Apfelbaum, Finger weg vom Apfelbaum, sagt das auch deiner Frau. So, Adam geht zu Eva, sagt zu seiner Frau, Rippchen. Ja, sind die alle evangelisch hier oder was? Ist ja. Lest das Buch mal, das ist interessant. Bibel, echt mal lesen, 1472 Seiten, nicht ein Gendersternchen. Tolles Buch, muss man, ja. Ich komme von dem Verein. Oh, Quatsch. Adam sagt zu Eva, haben wir gleich. Adam sagt zu Eva, Rippchen. Erklärt euch zu Hause gegenseitig, das hat ja jetzt keinen Sinn. Rippchen, wir dürfen überall dran, ne? Nur nicht an der Apfelbaum, weißt du Bescheid. So, Eva hält sich nicht dran, pflückt der Apfel, die essen Apfel, die Erkenntnis kommt über sie, leck beim Arsch, bald sind wir all verwandt, so ungefähr ist das gelaufen. War eine ziemlich traurige Situation, Eva war sehr traurig, Adam nicht ganz so, weil Adam war der erste Mann ohne Schwiegermutter. So fing das an. Ach, oh, 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 oh. Ich hab nichts gegen Schwiegermütter. Ich liebe meine Schwiegermutter. Ihre Tochter ist was komisch, ne? Die ist. Ja, ja. Ganz anderes Thema. Das hat auch nichts mit der Rede zu tun. Ich liebe meine Frau, ich mag meine Frau, ich kenne meine Frau, wir wohnen zusammen. Was soll ich sagen jetzt an der Stelle? Manchmal versteht man sich halt nicht mehr. Wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet. Manchmal denke ich. Gestern sagst du, gib mir mal das Ding neben dem Teil, wo das Zeug drauf liegt. Sie sind auch verwandt, ne? Ja. Gib mir mal das Ding neben dem Teil, wo das Zeug drauf liegt. Ich hab keine Ahnung, was du wollt. Kannst du nur noch Kekse essen in so einer Situation, ne? Ich wusste nicht, was die will. Ich dachte, liegt es an mir? Ich bin 50 jetzt, die Ohren kaputt. Keine Ahnung. 50, da geht ja alles kaputt mit der Zeit. Da habe ich gedacht, es liegt an. Ich hasse 50, ganz ehrlich. Ich hab Schmerzen an Stellen, da hatte ich früher kein Stellen. Verstehst du, was ich meine? Ich hab mit 20 habe ich mir immer gesagt, das kannst du noch mit 50 machen. Heute weiß ich, nein, nein, nein. Wenn mir was runterfällt, gucke ich hinterher und denke, brauche ich das noch? Ist wahr. Ich bin so unzufrieden mit mir. Ich war gestern angezogen in der Sauna und habe mit dem Laserpointer auf die Schwachstellen der anderen gezeigt. So weit ist es.
So weit ist es schon. Und da hat man immer Zipperlein, die man früher nicht hatte, mit 50 auf einmal. Ich hab, weißt du, sieht man das? Ich hinke so schwer. Ich hinke. Das ist nicht jetzt seit 50, das war schon immer. Ich habe dir selbst festgestellt, ich hinke. Ich habe das nachmessen lassen, linke Bein ist kürzer, ich hinke. 2 Zentimeter, linke Bein, bis zum Arzt mit. Ich sage, Herr Doktor, ich habe das Bein wat kürzer, ich hinke. Was würden Sie da machen? Sagt er, ja, würde ich auch hinken. Ne? So ein Blödsinn musst du dir anhören, wenn du 50 wirst. Und dann der traditionelle Kontor. Machen Sie den Sport? Ich sage, Rittersport, täglich 2 Tafeln. Lass mich in Ruhe jetzt. Immer nur das gleiche Gewäsch, was man sich anhören muss. Ich soll mich umstellen jetzt. Umstellen soll ich mich. Soll mir jetzt einen Schrittzähler soll ich mir kaufen, hat er gesagt. Hab jetzt mal mit einem Bewegungsmelder angefangen für den Anfang. Und dann sollte ich mir für die Ernährung soll ich mir was zulegen. Sollte ich mir eine App soll ich mir holen. Hab jetzt eine Ernährungs-App, Lieferando, das läuft ganz gut, muss man wirklich sagen. Da ist auch ab und zu mal Fleisch dabei, ich esse ja noch Fleisch. Da, hier, Küsse, auch, nix, aus. Wenn du auf der Bühne sagst, isst Fleisch, aus, Dreck aus. Was soll ich hier machen? Ich heiße Metzger, ich kann mich ja nicht belügen die ganze Zeit. Ab und zu mal Schnitzel. Nee, jetzt Ruhe. Veganer sind die neuen Nichtraucher. Ich war letzte Woche auf einer Party, da haben sie mich mit Mettbrötchen auf den Balkon geschickt. Soweit ist es schon. Vor mir hat auch einer ein Mettbrötchen, das klebt hier drin, merke ich gerade. Ich komme aus den 70er Jahren, da waren Mettigel noch unter Naturschutz. Kind der 70er, haben wir andere Kinder der 70er im Saal, die das nachvollziehen können? Ja, da, wir waren Kinder der 70er. Wir waren Sonnenkinder, was haben die uns verarscht früher, ne? Alles war erlaubt, saufen, kiffen, freie Liebe, ich war 3. Ich hatte nichts von den 70ern. Ich hatte Blümchen auf der Latzhose, das war alles. Nichts hatten wir. Wir waren netter zueinander, das kann man sagen. Mobbing gab es nicht in der 70er, das war schön. Ja, ich bin nicht gemobbt worden, ich bin nicht gemobbt worden in den 70ern. Mich hat man noch gehänselt, ne? Darfst du aber auch nicht mehr sagen, weil sich Gretel sonst diskriminiert fühlt. Das ist eine komische Zeit geworden. Humor hatten wir, ne? Humor hatten wir in den 70ern. Irgendwann ist er uns verloren gegangen. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Ich finde das immer so schade, wenn die Leute sagen, ihr Deutschen habt keinen Humor. Mir tut das immer persönlich weh, wir haben keinen Humor. Gestern kam wieder einer aus England und sagte, ihr Deutschen habt keinen Humor. Ich sag, guck mal nach Berlin, die haben wir gewählt, da war Kiffen noch nicht legal. Wie lustig muss ein Volk denn sein? Die haben keinen Humor, das ist unser Problem. Wir haben Leute, die haben keinen Humor. Generell wir, ja. Ich bin gestern zum Beispiel in eine Verkehrskontrolle gekommen. Da sagt der Typ zu mir, haben Sie in den letzten 24 Stunden Drogen zu sich genommen? Habe ich auf die Uhr geguckt. Fand der nicht witzig. Das meine ich, die anderen haben keinen Humor. Finanzamt hat mir geschrieben, 5.000 Euro Nachzahlung. Habe ich angerufen, gefragt, ob wir 2.000 ohne Rechnung machen können. Die fanden das nicht witzig. So gut, dass wir in Köln sind, auch wenn hier im Saal keiner aus Köln ist. Aber wir sind in Köln. Ich glaube, wir sind in Köln. Ich konnte es nicht sehen, die Schilder waren zugeschneit. Wir sind fair zu Aufnahmeleitern. Gut, dass wir in Köln sind. Im sonnigen, trockenen Köln. Denn wir haben Humor in Köln, das ist das, ne? Den kriegst du ja bei uns nicht weg. Wir lächeln. Und wir denken nicht ans Ende. Wenn in Köln ein Kölner oder eine Kölnerin über die Domplatte spaziert und wird von einer Domtaube angefutzt, dann freuen wir uns, dass Kühe nicht fliegen können. Wir sagen uns, wir haben eine Oper und dürfen nicht rein. Können schlimmer kommen, Leverkusen hat 2 Brücken, aber keiner will hin. Und wenn in Köln ein Mann in einem Brauhaus sitzt vor einem frisch gezapften Kölsch und er hat die Tränen in den Augen, dann ist er nicht traurig, dann hat er keinen Durst.
Das ist Köln. Jans Köln ist ein Theater. Jans Köln ist ein Jäckespiel. Und das Schöne ist, ihr spielt alle mit. Das macht mir so eine Freude. Ihr habt euch heute bewusst dazu entschieden, trotz Wetter an Weiberfastnacht 2024. In den Tanzbrunnen zu kommen und Karneval zu feiern, euch einmal den Kopf frei zu machen, die Sorgen nicht zu verdrängen, nur kurz beiseite zu schieben und dann morgen wieder voller Engagement auf der Bühne des Lebens parat zu stehen. Wenn uns Kölnern die Leute sagen, ihr macht die Augen zu, sage ich immer, wir machen die Augen nicht zu, wir blinzeln nur kurz, um nie zu vergessen, wie lebenswert das Leben ist. Das war der schönste Saal, den ich je gesehen habe. Danke, dass ich hier mitmachen durfte. Macht euch eine friedliche Faste leer. Tschüss zusammen.